Willkommen zu einem neuen hochkriminellen Let's Play. Wir werden heute gemeinsam die Geschichte von Mafia, das Remake, gemeinsam durchzocken. Wir hatten schon die Preview-Version, jetzt spielen wir die Vollversion. Großes Dankeschön an 2K Games, denn dank denen können wir heute schon anfangen. Ich hatte das Spiel schon, glaube ich, eine Woche oder so vorher. Sehr, sehr coole Aktion und es gibt dieses Spiel hier auch noch zu gewinnen. Und zwar dreimal für die Xbox, für den PC oder für die PlayStation 4. Ihr könnt frei entscheiden, was ihr haben wollt, einfach nur einen Kommentar schreiben mit eurem Discord-Namen und für welche Plattform ihr das Ganze möchtet und natürlich eine Bewertung da lassen. Also eigentlich alles wie immer und am Donnerstag endet dann das Gewinnspiel und dann werden die Leute über Discord angeschrieben. Wir starten jetzt nochmal komplett von vorne, damit keine Verwirrung entsteht, aber ich werde den Inhalt der ersten beiden Folgen jetzt in ein Video reinpacken und dann im Anschluss kommt halt direkt die dritte beziehungsweise dann die zweite Folge. Haben wir es verstanden? Ich hoffe. Gut, legen wir los. Also starten wir jetzt mit Mafia, einem legendären Spiel. Tommy? Thomas Angelo. Detective Norman. Sind Sie allein? Tja, hier kommen keine anständigen Leute rein, außer dem Gesundheitsamt. Was darf sein? Nur ein Kaffee. Danke. Schlückchen gefällig? Nein, danke. Wie Sie möchten. Also,
Sie meinten am Telefon, Sie hätten einen Vorschlag für mich? Ganz genau. Falls es um irgendwelche Geschäfte geht, bin ich der falsche Cop. Ich brauche keine Partner. Gut. Bin eh pleite. Kann nicht mal den Kaffee zahlen. Aber ich hätte was im Angebot. Schießen Sie los. Wie lange sind Sie schon hier? 3 Jahre. Hab mich in Empire Bay durchgebissen. Und Sie kriegen den Morello-Fall. Einfach so. Sagt zumindest die Zeitung, oder? Was geht Sie das an? Harte Nummer. Die Ermittlungen stocken wohl ziemlich. Ah, und Sie können sie zum Laufen bringen? Ja, könnte ich vielleicht. Und was muss ich dafür tun? Wollen Sie Geld? Oder Immunität? Nichts davon. Ich muss Leute beschützen. Ah, die Familie ist immer der Schwachpunkt, oder? Also um wen geht es? Kranke Mutter, Frau oder ein Wurf Kinder? Frau und Tochter. Ah, und niemand, der auf sie aufpasst, schätze ich mal. Sonst wäre ich nicht hier. So ein Jammer aber auch. Mein Papa hat immer gesagt, man braucht Freunde, um in dieser Welt zu überleben. Tja, nun, in meiner Welt ist es andersrum. Keine Überraschung. Ich kann Ihnen und Ihrer Familie nichts versprechen. Nicht bis ich weiß, was Sie haben. Also, reden Sie? Oder schlagen Sie bloß Zeit tot, bis die Sie holen kommen? Glauben Sie, ich bin auf der Flucht? Ich sehe es doch, Tommy. Ja, schauen Sie sich doch mal an. Sie sind fertig. Seit Tagen nicht geschlafen. Und dann diese Nackenschmerzen, weil Sie sich dauernd umsehen müssen. Tja, wie ich das so sehe, ist Ihnen wohl jemand sehr Einflussreiches auf den Fersen und der lässt nicht locker, bis Sie im Fluss enden. Wir wissen beide, dass Sie es ohne mich keine 5 Schritte hier rausschaffen. Aber wenn Sie mir Ihre Geschichte erzählen, leben Sie vielleicht lang genug, um Ihr kleines Mädchen irgendwann mal zum Altar zu führen. So oder so, Ihr Kaffee geht dann wohl auf mich. Mann, wie konnte alles nur so schief gehen? Tja, das merkt man leider immer erst, wenn es zu spät ist. Aber Ihnen ist die Kanone auch nicht in die Wiege gelegt worden. Nein. Ich war Taxifahrer in den 30ern. Bin meistens nachts gefahren, gab mir Geld. Am Ende so einer Schicht habe ich dann Paulie und Sam getroffen. Wenn sie uns kriegen, sind wir tot. Du genau wie ich. Ich will keinen Ärger. Du kriegst aber Ärger. Fahr! Wie wussten Sie, dass wir hier sein würden? Ist doch jetzt egal, wir müssen sie abschütteln. Ja, wie viele Autos folgen uns? Nur 1, aber es dürften mehr werden. Festhalten! Ich probiere was aus! Heilige Scheiße! Wer waren diese Kerle? Stell keine dummen Fragen. Wir müssen über den Fluss. Nimm die Giuliani-Brücke. Okay. Ja, und da wären wir wieder. Mitten im Dreck. Tut verflucht weh. Wenn wir zurück sind, wecke ich den Doktor. Weiß nicht, muss wohl nicht sein. Ich rufe ihn trotzdem an. Hey, du lauschst, Fahrer? Du hast hier nichts mitzuhören. Ich bringe euch nur dahin, wo ihr hin wollt, sonst nichts. Dann mach das. Jungs, ich hab nichts gehört, ja? Ich bin taub, ich bin quasi taub.
Wer seid ihr? Ich kann nicht mal sehen. Ich kann nur die Straße erkennen. Mehr nicht, aber keine Gesichter. Okay, wir sind am Fluss. Wo bringe ich euch hin, wenn wir über die Brücke sind? Die Fragen nerven mich langsam. Keine Fragen, Leute. Wir stellen keine Fragen. Wir fahren wie der Teufel und mehr nicht. Mit 40 Meilen pro Stunde. Aber wie der Teufel. Mist! Jetzt bist du erledigt. Alter, das war ein Crash. Ich kenne ein paar Abkürzungen, die kriegen uns nicht. Mir egal, wie du es machst. Schüttel sie nur ab. Okay, einmal hier durch. Ich mag dieses Feature. Wir haben Staub geschluckt. Wir sind noch nicht durch. Fahr weiter. Irgendwie gefällt mir das. Die armen Bastarde, die hier die Straße aufreißen, werden nicht glücklich darüber sein. Drei weniger. Wie viele Karren waren bei der Übergabe? Vier, vielleicht fünf. Er hat bestimmt mehr gerufen. Fühlt sich so an. Nächstes Mal bringen wir mehr Männer. Hätten's ahnen müssen. Wenn der Boss davon erfährt, wird's richtig... Du bist ein verdammt guter Fahrer, muss ich zugeben. Die haben Verstärkung gerufen. Es werden immer mehr. Außerhalb unseres Reviers machen wir es nicht lange. Wir müssen zurück in unser Viertel. Die Brücke ist um, oder? Ja. Ja. Wir schaffen das. Was zum Teufel machen wir? Anschnallen und beten. Oh Gott, war das knapp. Ey, ähnlich wie im Original hältst du verdammt wenig aus. Das war eine Premiere. Heilige Scheiße. Okay, ab nach Little Italy. Hast noch keinen Feierabend. Ich hoffe, ich krieg einen Bonus, einen dicken Bonus. Das hast du mal gesehen, wie die Karre aussieht? Hat er uns verpfiffen? Du bist jetzt erstmal still und wir besprechen das dann in der Bar. Je weniger will wissen, umso besser. Solche Informationen sollten wir lieber nicht haben. Wir werden da eine ganz üble Kiste mit reingezogen. Kleine Abkürzung. Hast du etwa einen Todeswunsch? Okay, wir sind fast da. Halte vor der Bar da. Salieris Laden? Ja, genau der. Warte hier. Auf was? Willst du jetzt eine Aufmerksamkeit vom Don oder nicht? Entschädigung für deine Mühen und Schäden am Auto. Damit sind wir quitt. Ist sicher mehr als genug. Gut. Don Salieri will, dass du weißt, dass er sehr dankbar ist. Solltest du mal was brauchen, ein Darlehen oder ehrliche Arbeit, frag einfach. Er vergisst seine Freunde nicht. Ja, okay, danke. Eins noch. Die Sache bleibt unter uns. Falls wer fragt, wo das Geld herkommt, beim Pokern gewonnen. Die Kratzer am Auto? Du bist einer netten alten Dame ausgewichen, kapiert? Na klar. Wir sehen uns, Junge. Ja, wer kennt sie nicht? Die netten alten Damen mit dem Maschinengewehr. Passiert mir ständig. Als ich den Umschlag sah, setzte mein Herz kurz aus. Genug für die Reparatur? Fast genug für ein neues Taxi.
Mir fielen Sams Worte über die Arbeit ein. Kein Interesse. Sicher, es war viel Geld, aber ich wollte nichts mit Gangstern zu tun haben. Lieber arm und am Leben, als reich und tot. Also für mich war's klar. Ich blieb draußen. Nach der Nacht mit Salieris Jungs wollte ich sofort wieder arbeiten. Fühlte sich aber anders an. Als Taxifahrer hat man viel Zeit zum Nachdenken. Und man denkt auch viel über andere nach. Sie da, Fahrer! Ja, Ma'am? Fahren Sie oder lümmeln Sie rum? Ich fahre, Ma'am. Immer am Fahren. Aber auch am Lümmeln. Ich lümmel auch sehr, sehr gerne rum. So, einsteigen. Gut, worauf warten Sie noch? Erstmal also, Radio. Wohin? St. Michael's Church. Ohne Umweg. Erst muss ich hier ein bisschen durchchecken, wie das hier vorsichtig, alles läuft. Vorsichtig, bitte. Ich fahre immer vorsichtig. Da wären Sie der Erste. Man konnte doch irgendwie das Radio komplett abstellen. No Radio, bitte. No Radio. Jetzt habe ich hier Stress wieder mit der Musik. Jetzt kann ich mir wieder das ging. Stellen Sie diesen Lärm ab. Der macht einen doch verrückt. Danke, Ma'am. Danke. Die Omi denkt eben an Lizenzmusik und dass meine Einnahmen gerettet sind. Gott schütze diese Frau, auch wenn sie nervt. Ich muss sagen, mir gefällt's grafisch echt gut. Sind Sie taub? Langsamer, habe ich gesagt. Ist ja gut, Omi. Ich will zur nur gut in der Kirche Zeit sein. Also? Ist schon Sonntag? Augen auf die Straße, bitte. Mann, die alte Schachtel nervt aber brutal. Achtung, kleines Manöver, Omi. Aber ich habe einen Zacken drauf. So läuft das eben bei mir. Man nennt mich nicht umsonst den schnellsten in der Stadt mit dem besten Service. So ruhig, dass du deinen Kaffee noch dabei schlabbern kannst. Ei, ei, Madame. Hier, bitte, St. Michael's. Das macht 30 Cent. Als Trinkgeld bekommen Sie einen Rat. Rauchen Sie nie im Auto. Ich rieche jetzt wie ein Aschenbecher. Klar, wie Sie meinen. Ein Sonnenschein, oder? Also der würde ich echt zutrauen, dass sie ein Maschinengewehr hat. Und noch Rassistin. Kann ich ohne Radio fahren. Aber wir müssen, Tommy. Ach, die hat Nerven. Leider müssen wir ohne Radio fahren. Okay, der nächste Kunde ist irgendwo hinter mir. Achtung, wir machen hier mal einen kleinen Turnaround, obwohl da vorne ist auch einer. Ey, vorsichtig, da vorne sind die Bullen. Ich kann doch nicht einfach so über die Straße gehen. Geisteskranker Psychopath. Ja, ja, ja. Spring rein. Kunstgalerie, aber schnell bitte. Klar, schnell kann ich gut. Okay, wir müssen Stoff geben. Die Konkurrenz hier, die mich frei abdrängen will. Was geht Sie das an? Nichts. Ich frage nur. Ich zahle fürs Fahren, also tun Sie das. Sieh sich das mal einer an. Die Rezession hat die Leute faul gemacht. Ist eine gute Ausrede. Da draußen gibt's keine Arbeit. Arbeit gibt es immer, man muss sie nur finden. Verstehe, Sie sind ein sehr beschäftigter Mann. Sieht man dieser Tage nicht oft. Ich hab diese elende Depression kommen sehen. Hab gut verkauft. Also ja, ich darf beschäftigt sein. Sehr beschäftigt damit, sich alte Bilder anzusehen? Ich habe eine Besprechung mit einem Kollegen, nicht, dass Sie das irgendwas anginge. Verstehen Sie vielleicht, wenn Sie mal richtige Arbeit finden. Bis dahin, fahren Sie und lassen Sie mich in Ruhe. Ja, ja, schon kapiert. Aber der Mann hat recht. Ich meine, Arbeit kann man immer finden, das stimmt. Das stimmt wirklich. Bleiben Sie vor der Galerie stehen. So, hier, bitteschön. Danke, Mann. Hier sind 50 Cent. Aber nicht alles auf einmal ausgeben. Ich werd's versuchen. Dankeschön, Kumpel. Ich gönn mir einen Lutscher. Eine Zuckerstange, echt ein Comic-Heft. Arschlöcher heute. Auf zum nächsten. Ich werde mit dem Geld wie im Saus und Braus leben, mein Freund. Ich werd's genießen. Hey,
Oh Mann, du siehst fertig aus. Ich habe seit 5 gearbeitet. Was ist Ihre Ausrede? Fusel. Macht Sinn. Wohin fahren wir? Little Italy, 21. Straße. Okay, ich erzähle den Bullen nichts von Ihrer Schnapsfahne und Sie sagen nichts, wenn ich zu schnell fahre. Alles klar? Alles klar. Gute Fahrten dabei heute? Ein paar. Aber man kann nie genug haben. Wer kann sich schon eine Taxifahrt leisten? Seit dem Börsencrash ist ja alles scheiße. Ich sitze auch nur hier, weil ich besoffen bin und mich verlaufen würde. Die Bullen sehen genug Betrunkene. Die suchen nur nach Leuten, die das Zeug schmuggeln. Ich hab sie schon nach kleinen Fischen angeln sehen. Mag sein. Wenn sie meinen, dass sie was aus dir rausholen können, ist jeder Vorwand recht. Die Stadt ist verdammt korrupt. Und ob. Tja, aber was willst du machen, Kumpel? Was willst du machen? Da müssen wir alle durch. Achtung, Vorsicht. Wichtiges Taxi, sehr, sehr wichtig. Gleich da vorne an der Ecke, bitte. Mein Cousin hat um die Ecke einen Kaffeestand. Mach eine Pause und sag ihm, Lucio schickt dich. Danke. Mach ich vielleicht. Verdammt, was zum... Na, Kumpel, kennst du mich noch? Ja? Mr. Morello ist etwas sauer. Solltest Salieris Schläger nicht helfen, hä? Jetzt breche ich dir ein paar Knochen. Damit du nicht vergisst, wer in dieser Stadt das Sagen hat. Wirst ein bisschen Probleme mit dem Laufen haben. Sieh dir den an. Es wird ja noch richtig spaßig. Los, auf ihn. Tja, das war damals gang und gäbe. Komm schon, Junge, komm schon. Zieh durch. Zieh durch, Brudi. Er macht den Run seines Lebens. Okay, einmal schnell hier rum. Und schwupps. Aus dem Weg, aus dem Weg. Oma. Mamma mia, Oma, geh mir aus dem Weg, hä? Wir treffen uns 3. Der besoffene Bastard lässt mich immer warten. Boah, ich finde, die Gassen sehen so geil aus. Die Straßen sehen so gut aus. Das Feeling und so. Mir gefällt's, auch wenn die Leute schon wieder alles kaputt kritisieren. Es ist nicht so wie das Original. Im Original hatten die voll die Kastenköpfe. Leute, ich habe das Original gespielt. Auch zur damaligen Zeit, als das rausgekommen ist. Damals mussten die solche Kastenköpfe haben, weil Grafik nicht anders funktioniert hat. Mal da. Alles gut, Junge? Dino, Lou, wollt ihr was von Don? Nee, wir wollen nur mit dem Taxifahrer hier sprechen, sonst nichts. Ach, wirklich? Ja. Das ist der Lieblingsfahrer von Don. Alles, was ihr ihm sagen wollt, könnt ihr auch mir sagen. Ach ja, dann hör mal gut zu. Wir gehen nicht mit leeren Händen, das steht fest. Tja, na dann geht ihr vielleicht gar nicht mehr. Also gut. Wir sehen uns, Jungs. Gehen wir los. Danke. Ist das Mindeste. Komm mit! Sagen wir dem Don Hallo! Don Salieri? Ja. Er wird hören wollen, was passiert ist. Thank you.
Wie heißt du, mein Junge? Thomas. Thomas Angelo, Sir. Frank meinte, du hättest Ärger gehabt. Ja, Sir. Mein Taxi wurde ziemlich demoliert. Morellos Schläger waren hinter ihm her, weil Tommy uns geholfen hat. Dieses Taxi. Du lebst davon? Ja, Sir. Ich fühle mich hier verantwortlich. Also gebe ich dir ein kleines Darlehen, damit du dieses Taxi reparieren kannst. Das ist sehr freundlich, Sir, aber ich möchte keine Almosen. Was willst du dann hier? Ich will die Bastarde, die mein Taxi kaputt gehauen haben. Hast du gehört, Frank? Er will meine Erlaubnis, um sich zu prügeln. Ja, hab's gehört. Okay, Tommy Angelo. Morellos Gorillas treffen sich immer in seiner Bar. Pauli, du kennst sie. Sicher, Boss. Gut, dann gehst du mit, Tommy. Sie parken auf diesem Platz neben der Bar. Zerbeult ein paar Blechkisten. Schickt Morello eine Nachricht. Er kann keine ehrlichen Arbeiter in meinem Viertel angehen und ungeschoren davonkommen. Danke, Mr. Salieri. Ich enttäusche Sie nicht. Und Tommy? Hm? Wenn du zurück bist, sprechen wir über deine Zukunft. Hier kennt dich sonst keiner. Also vorsichtig, okay? Klar. Ist der Boss schon fertig? Nee, du kannst noch länger auf deinem Arsch sitzen. Wer ist der Neue? Ein Taxifahrer. Wir tun ihm einen Gefallen. Wird er den Boss fahren? Nee, so schnell verlierst du deinen Job nicht. Ich hasse dieses Warten. Stinklangweilig. Wenn der Boss sagt, du bist noch nicht bereit fürs Abkassieren, was soll man machen? Ich weiß nicht, was er für ein Problem mit mir hat, Pauli. Was soll ich machen, um... Du solltest nicht mich fragen, Carlo. Von mir bekommst du keine gute Antwort. Jedenfalls muss ich jetzt los. Okay, komm hier durch. Ich bring dich zuerst zu Vinny. Er ist ein Großmaul, aber Frank und der Don Pauli kennen ihn schon ewig. Aber das was heißt nicht, er? Dass ich oder sonst wir irgendjemand kommen zu ihm, dich mag. Wenn wir etwas Gröberes vorhaben. Hast du ein er Problem? Sorgt dafür, dass wir ausgerüstet sind, wenn es Probleme gibt. Eigentlich wollte ich mich hier mal ein bisschen umsehen. Was haben wir denn hier zum Beispiel? Was ist das? Eine Notiz? Brief an Salieri. Don Salieri, ich schreibe Ihnen, um meine größte Freude darüber anzukunden, dass Sie die Hochzeit meiner Tochter besuchen werden. Lassen Sie mich bitte wissen, wenn Sie besondere Vorkehrungen für das Fest wünschen. Es wird ein wunderbarer Tag werden und der wird ganz besonders unvergesslich sein, wenn die ganze Welt sehen kann, dass Sie diesem Anlass Ihren Segen spenden. Ihr treuer Freund Giovanni Romano. Na, fündig geworden? Ja, ich habe einen Brief von Giovanni gefunden. Ich beobachte dich. Klar? Klar. Klar. Was haben wir denn hier? Oh, natürlich, die Prohibition war ja ganz groß zu der Zeit. Herstellung und Verkauf von Alkohol bleibt illegal. In einer Rede vor versammelter Presse hat Präsident Herbert Hoover heute bekräftigt, dass das edle Experiment Prohibition bestehen bleibt. Als Reaktion auf die Kritik der Demokraten hat Hoover außerdem dem Prohibitionsamt mehr Mittel versprochen, um Wucher und Schmuggel zu unterbinden. Tja, hat nichts gebracht, ne? Also, wenn du den Leuten das Saufen verbietest, dann finden sie halt nur einen Weg. Weißt du noch? Ah, sie. Sie. Das irgendwie hintenrum zu machen. Leider geschlossen. Ist ja gut, ist ja gut. Komm später zurück. Mit Pauli. Oder Sam. Das werde ich machen. Alter, wie viele Kippen sind denn bitteschön hier drüben in dem Aschenbecher drin? Krank. Aber hey, zu der Zeit war Rauchen auch noch gesund. Das war eine gesunde Entspannung. Auch für die Kinder. Ganz mild für die Kinderlunge. In den 30ern. Ja, und trotzdem gibt's Menschen, die haben es irgendwie geschafft, 100 zu werden. Geraucht wie ein Schlot. Meine Oma zum Beispiel, die wurde auch relativ alt. Wer ist dieser Typ? Pauli, gehört er zu dir? Ja. Okay. Und die hat was weggequarzt, die Alte, ohne Filter. Ist halt keine Garantie, Nichtraucher sein für ein langes, erfülltes Leben. Kannst genauso eine Kohlelunge haben und trotzdem 90 werden. Gut, als ich heute in die Stadt gefahren bin,
Buongiorno, Vincenzo. Ciao, Polly. Ah, die wird singen. Wer ist das denn? Benny, das ist Tommy Angelo. Wir haben einen kleinen Auftrag. Okay, gut, gut. Hey. Braucht ihr was Langes oder Kurzes? Nein, nur was, um ein paar Autos zu verschönern. Ha, da hab ich genau das Richtige. Der Klassiker für sowas. Boah! Wenn der Schläger nicht das Richtige ist, sind hier ein paar Cocktails. Ei, ei, ei. Vorsicht damit. Nicht die Nasenhaare versengen. Schön, dich kennenzulernen, Tom. Gib mir Bescheid, wenn Pauli dir das Leben schwer macht. Ich kümmere mich um ihn. Dankeschön, Kumpel. War hier nicht noch irgendwo ein Heftchen? Mir, falls dich die Jungs nicht verschreckt haben, dann kriegst du mein Eisen. Oder weil wir das Heftchen schon gelootet Klar, haben, ist es weg. Du dich umsehen. Aber nichts verlässt diesen Raum. Ja, ja, ist ja gut. Ralphie ist in der Garage. Er ist sowas wie ein Idiot, aber er kann mit Autos umgehen. Keine Ahnung, wie dieser Schwachkopf Motoren zum Schnurren bringt, aber bei der Sache ist er ein Zauberer. Zieh dein Köpfchen aus dem Arsch. Was zur Hölle, Pauli? Du kannst dich nicht einfach so anschleichen. Tut mir leid, Ralph. Ich wollte dich nur aufziehen. Du humpelst ja noch. Jetzt arbeiten zwei Krüppel hier. Wir haben nichts gemeinsam. Kapiert, Ralph? Sicher, Pauli. Tommy. Tommy Angelo. Freut mich. Wie gesagt, Ralphie ist nicht ganz dicht. Aber gib ihm ein geklautes Auto und er macht's zu deinem. Tom und ich haben einen Job und brauchen eine Karre. Hier, Pauli. Er ist kein Hot Rod, aber bring dich durch die Stadt. Okay, los geht's. Du fährst. Und hör endlich auf, hier rumzufaulenzen. Irgendwann schneide ich dein Bremskabel durch, Arschloch. Keine Ahnung, warum Ralph uns diese Kiste gegeben hat. Da will ich dir das gute Leben zeigen und du musst eine Karre fahren, die meine Mutter vor 20 Jahren gekauft hätte. So wie ich Ralph kenne, hat er sie aus ihrer Garage geklaut. Das Auto ist in Ordnung. Mal was anderes als ein Taxi. Du musst nicht höflich sein. Das Ding ist eine Dreckschleuder. Also, war das hinten im Laster Whisky? Ja. Neuer Lieferant. Ihr macht das am helllichten Tag? Normalerweise nicht. Aber das war ihre erste Lieferung. Und die Bullen sind nicht so blöd, in unserer Gegend herumzuschnüffeln. Morello, der Kerl, dessen Autos du abfackeln wirst, hat mehr Freunde bei der Polizei als wir. Aber solange wir vorsichtig sind, ist alles in Ordnung. Pass gut auf. Der kanadische Whisky, der hier ankommt... Sag einfach, wenn du eine Flasche willst. Wir behalten immer was für Freunde. Ich bin kein großer Trinker. Früher habe ich mir gepanschten Gin reingeschüttet. Aber das Zeug ist gefährlich. Über uns kriegst du jetzt den guten Stoff. Davon wirst du sicher nicht blind. Das ist sehr nett. Danke. Es ist nicht nur unser Fusel, Tom, sondern auch, wohin wir ihn liefern. Die Frauen in diesen Läden. Beste Tische, bestes Essen, beste Bräute. Das ist das Leben. Im Moment will ich nur den Schweinen den Tag versauen, die mir meinen versaut haben. Klar, klar. Außerdem könnte all das Ärger bedeuten. Ärger, sagt gerade der Kerl, der Morellos Parkplatz abfackeln wird. Du hältst mir doch den Rücken frei. Kein Problem. Falls es schief läuft, lass sie lieber nicht dein Gesicht sehen. Oder du verprügelst sie so hart, dass sie es vergessen. Danke für den Profi-Tipp. Werde ich auf jeden Fall beherzigen, Kumpel. Alles klar, jetzt sind wir drin im Business. Jetzt gibt's kein Zurück mehr. Wir sind offiziell Gangster. Wir sind jetzt in Morellos Revier.
Verläuft da so eine Linie zwischen seinen und Salieris Straßen? Nein, das verschiebt sich immer ein bisschen. Aber generell kümmern wir uns um Little Italy und seine Jungs um North Park. Und noch ein bisschen mehr. Wenn du auf dem falschen Gehsteig im falschen Teil der Stadt bist, spürst du richtig, dass du lieber woanders sein solltest. Du spürst es lange, bevor sie an den Straßenecken auftauchen, um dich mit ihren Blicken zu töten. Nett, wirklich, verdammt nett. Da fühlt man sich doch gleich willkommen. Okay, wir sind fast da. Alles klar, Kumpel. Morellos Schläger rauchen und plaudern vorne und bewachen die Karren nicht. Was für faule Hunde. Irgendein Gorilla schiebt immer Wache. Ist gewöhnlich nur ein kleines Licht. Komm schon, hier drüben. Reinschleichen und abfackeln. Sende eine Botschaft. Klar. Warum kommst du mit? Falls die Kugeln fliegen. Dankeschön. Bisschen Rückendeckung ist immer gut. Auch wenn Pauli voll die okay. Gorilla-Froschfresse hat. Du kannst doch leise sein, oder? Ja, genau so. Tja, er hat halt seine Leute. Da kommst du noch hin. Wenn uns niemand sieht, kann uns niemand abknallen. Okay, hier rum. Kletter über das Tor und auf ihr Dach. Ich lenk den Typen ab, während du dich von hinten an ihn heranschleichst. Fürs Ablenken habe ich ein besonderes Talent. Aber der Boss hat vielen Leuten in der Stadt ans Bein gepisst. Ist vorsichtig. Hauptsache, er rückt mit der Kohle rüber. Das macht er schon. Hey! Was zur Hölle tust du da? Was heißt, was tue ich da? Ich meine, was ich sage. Was zur Hölle machst du hier hinten? Wer bist du? Ich bin der Typ, der wissen will, warum du hier rumstehst. Dino hat mich beauftragt. Dino? Salieris Jungs wollen in der ganzen Stadt Morello eins verpassen und Dino lässt dich auf Autos aufpassen? Hör zu, Kumpel. Wer bist du? Kennst du Dino? Klar kenne ich Dino. Einmal hatte ich die Gelegenheit, ihn von hinten zu erwischen und ihm den Hals zuzudrücken. Aber irgendwas hat mich abgehalten. Chance verpasst. Wovon? Genauso. Gut gemacht. Easy, Kumpel. Absolut easy. So, wir können auch den Körper aufheben, wenn wir wollen. Wollen wir das? Ich glaube nicht. Also, weiter zu diesen Autos. Schläge hoch und schön durchziehen. So, wir haben Molotow und wir haben Schläger. Dann legen wir mal los. Ich würde zu gern die Gesichter von diesen Idioten sehen. Sturmangriff können wir auch machen. Ach, verdammt. So, gut genug. Hey, weg von dem Wagen. Ich mach es schnell. Alter, was? Willst du unbedingt sterben? Ausweichen können wir auch. Und dann schön hier auf die Fresse geben. Genau so. Gut gemacht. Los, Tom, schnell. Von denen gibt's noch mehr. Heiz ihn mit dem Molotow richtig an. Okay, haben wir die automatisch ausgewählt. Ja, will ich die einsetzen? Ach komm. Hier schön ein bisschen mittig. Vielleicht kriegen wir beide. Oh, das sieht gut aus. Das sieht gut aus. Das hat der ganze Block. Wir müssen los. Wir nehmen Dinos Auto. Woher weißt du, dass das sein Auto ist? Wenn ich dich nicht mag, dein Auto aber schon, weiß ich, wo du es abstellst. In Nordpark wurden brennende Autos und Schüsse gemeldet. Heilung mitnehmen? Ah, komm. Genau neben Morellos Laden. Verhaftet nicht die falschen Leute. Okay, warte mal. Gibt's denn vielleicht noch einen kleinen Playboy? Nein? So haben wir es immer schon gemacht. Oldschool, Baby. Retro-Style. Gerade links durchs Tor. Wir müssen verschwinden, bevor die Bullen auftauchen. Sie schießen! Lass sie nicht entkommen! Kommt zurück, ihr Schweine! Ja, hab ihn! Schieß, Pauli! Schieß! Okay. Scheiße! Da sind Bullen! Also, was machen wir? Wir fahren sehr schnell und werden sie dadurch los. Klingt gut. Sie sind zwar sauer, aber machen wir sie nicht richtig sauer. Okay, wir sind im Moment, glaube ich, undercover. Das ging schnell. Komm schon, komm schon, komm schon. Gas geben. Da vorne sind wieder Bullen. Ich habe keine andere Wahl. Ich muss erstmal durchziehen. Unsichtbar? Hast du nicht kapiert? Meister, wie soll ich das hinbekommen, ha? Denk doch mal logisch nach, Pauli.
Okay. Okay. Jetzt gerade sind wir wieder cool. Bleib unsichtbar, bis sie abdrehen. Ich versuch's, mein Freund, ich versuch's. Aber die Anzeige dauert. Unangenehm lang. Okay, ein bisschen langsam fahren, bis sie hier weggehen. Na, komm schon, komm schon. Wir haben's fast geschafft. Fast. Einfach easy und cool. Das Ding blinkt. Er ist weg. Yes. Die Luft ist rein. Zurück mit uns zum Boss. Dachte, Salieri hätte Cops auf der Gehaltsliste. Ein paar Streifenbullen schon. Aber Morello hat den Polizeichef. Also, hat sich's gut angefühlt? Was angefühlt? Den Kerl auszuschalten, Dinos Auto zu klauen. War's gut? Ja, schätze ich mal. Nichts geht übers erste Mal, Tom. Es gibt nichts Besseres. Ist das was für dich, dieses Leben? Was juckt dich das? Hey, ich frag doch nur. Ich stell gerne Fragen. Ich glaub nicht, dass du und Sam jeden Tag nur Autos auf Parkplätzen knackt. Nee, mal ist viel zu tun, mal weniger. Mir war kein so sanfter Start vergönnt wie dir. Du durftest nie Dinos Kumpel verprügeln und sein Auto klauen? Nee, aber haufenweise andere Autos klauen. Und als ich von den Bullen erwischt wurde, habe ich mein Maul gehalten. Und eines Tages habe ich mich hinter der Bar mit Vincenzo plaudernd wiedergefunden. 10 Jahre später bin ich immer noch da. Aber jetzt habe ich einen Anzug und Vinny ist alt. Ich dachte immer, um in der Familie zu sein, braucht man Verbindungen. Ein Bruder oder Onkel oder... Bei manchen ist das so, klar. Ihr Cousin wurde aufgenommen oder wie Carlo, der den Don schon ewig kennt. Dadurch kriegt man anfangs gleich mehr Vertrauen geschenkt. Aber viele von uns kommen von der Straße. Ich sage, wir stellen dich dem Boss vor. Dann geben wir eine Runde aus. Ich habe noch nichts vor, also... Klar hast du nichts vor. Wir füllen Vinny sowas von ab, dass Luigi ihn durch die Tür rausrollen muss. Klingt gut, ich bin dabei. Tja, klar bist du das. Tja, jetzt will ich Gangster werden. Jetzt habe ich großes Interesse, der Mafia beizutreten. Gut, Leute. Das war's mit dieser Folge hier. In der nächsten Folge geht's weiter. Denkt an das Gewinnspiel, lasst eine Bewertung da, schreibt einen Kommentar. Bis zum nächsten Mal, danke fürs Zusehen und tschüss!